Lang ist's her, da ist am Sommermorgen ein Schneiderli auf seinem Tisch kommt. Er hat sich an seinem Leben gefreut und hat genäht wie narret. Da ist er bei Red Gas runtergekommen. Gutes Gesellz habe ich zum Verkaufen, gutes Gesellz, feil, hat sie gerufen. Und das hat der Schneiderli gern gehört. Derweil ist Baba Yaga in ihrer Bettlade aufgewacht und hat gefragt, webst du auch noch? Ich web nur, hat der Kater gesagt, der sich an der Webstuhl nachgeguckt hat und dort fleißig klebert hat. Doch an der Stimme hat die Hex gemerkt, da kann etwas nicht stimmen. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an mein Häuschen? So hat er ganz feines Stimmli gerufen. Es ist der Wind, das himmlische Kind, in die beiden Kinder ganz schnell geschwindelt, ohne zum Festbruch aufzuwehren. Dann ist's her. Da ist ein Zauberer in der Mitte von einem Haufen Leute gestanden und hat scheint schier unmögliche Sachen gemacht. Unter den glotzenden Zuschauern ist auch ein Mädchen gewesen. Das hat ein vierblättriges Kleeblatt gefunden gehabt. Der Glücksbringer hat das Mädchen richtig gescheit gemacht. Und so hat sich's auch von den Zaubertricklern mitbringen lassen. Mensch, Leid, guckert doch genau nach, das ist doch gar kein Balken, das ist bloß ein Strohhalm, hat's gerufen und den Zauberer dabei recht blamiert. Und was haben die Leid gemacht? Die haben den Hexermeister zum Flecken ausgejagt. Das hat dem aber recht gestunken und kreuznarret wie er war, hat er geschworen, Mädle, das muss nur boske. Auf das Kommando Priegel aus dem Sack ist der rausgekopft und hat alle Lumpensegel rumpritscht wie ein Nussack. Mit seinem Priegel aus dem Sack, dem Goldesel und am Tischle Deckte ist er daheim angekommen. Was ist das für ein Fest mit dem Tischle, das nie leer worden ist. Und mit Pricklebrit und noch ein bisschen rumspielen am Schwänzle von dem Esel in die vier aber ganz anständiges Auskommen gehen. Und nichts mehr schaffen müssen.